Dann seid ihr ordnungsgemäß einberufen und beschlussfähig, was ganz wunderschön ist. Entschuldigt ist die Frau Gemeinderat Dr. Werner, beurlaubt die Frau Gemeinderat Dr. Maugner, an ihrer Stelle Frau Gemeinderat Markowitz, Frau Gemeinderat Eigner, an ihrer Stelle Herr Gemeinderat Kanzler und Frau Gemeinderat Schienagel, in ihrer Vertretung Frau Gemeinderat Petschirewitsch. Dann haben wir eine Sensation, eine echte Sensation. Ihr seid jetzt weltweit sichtbar und eure Äußerungen, verbal wie nonverbal, Körpersprache, alles ist weltweit sichtbar. Denn, was glaubst du, warum ich den Augenblick so genieße? Verweile doch, du bist so schön. Nicht du, Bernhard. Nein, Scherz. Wunderbar, wunderbar, athletisch und durchtrainiert. Nein, was ich meine, wir werden heute das erste Mal im Livestream im Internet übertragen. Das war, glaube ich, vor einem Jahr mal eine Anregung von Ihnen, Herr Dr. Fuchs, und wir haben gesagt, ja, machen wir es halt einmal. Werden wir sehen, wie das Echo ist. Und zum Zweiten, und ich kann euch nur ermutigen, das zu tun, ihr könnt euch da hinten, wo die beiden Plakate mit Fortschritt vergeht, die Nave bleibt, hängen, bei der Petition des Nationalrates gegen die 380-KV-Leitung über den Geisberg eintragen. Wäre euch sehr dankbar, wenn ihr das tut, dass also von diesem Gemeinderat auch ein starkes Signal ausgeht. Zuletzt war es ja der Landtag, der einstimmig gesagt hat, Hände weg vom Geisberg, und ich habe den Eindruck, dieses Signal hat seine Wirkung nicht verfehlt. Und ich kann euch nur herzlich einladen, euch heute hier online, der Charlie Schupfer wird euch assistieren, aber das ist ein bisschen eine Sucherei sonst, euch online einzutragen. Wir haben einiges an Geburtstagen zu feiern. 3.12. Nochmal Happy Birthday. Dann der von mir schon angesprochene Dr. Fuchs am 5.12. Die Frau Gemeinderat Pleininger kommt noch am 15.12. und der Gemeinderat Hemmetsberg am 21. Ein echtes Christkind. Ich meine, geburtsdatumsmäßig natürlich. Dann haben wir ein paar Anträge. Ich würde bitten, Rudi Kampf, dass du diese Anträge vorträgst. Es liegen zwei Anträge für die heutige Gemeinderatssitzung vor. Gemeinderätin Magister Haller zu Aufsichtsratsvergütungen von Mitgliedern des Gemeinderates der Stadt Salzburg in Unternehmen, an denen die Stadt beteiligt ist oder die Stadt für die Entsendung in den Aufsichtsrat ein Vorschlagsrecht hat, sollen an die Stadt zurückgegeben werden. Die Magistratsdirektion wird beauftragt, eine entsprechende Regelung auszuarbeiten und in Form eines Amtsberichtes vorzulegen. Und drittens, gleichzeitig wird die Magistratsabteilung 3 Soziales ersucht, einen geeigneten Vorschlag zu erarbeiten, dass die so der Stadt zurückgegebenen Vergütungen für soziale Zwecke gewidmet werden. Gemeinderat Magister Karl stellt einen Antrag zu Postamtsschließungen. Der Gemeinderat der Stadt Salzburg kritisiert den jüngsten Beschluss der Post, die Postämter in Lehn, Riedenburg und Itzling zu schließen, auf das Schärfste und fordert die Bundesregierung bzw. die zuständige Ministerin auf, alles zu tun, um die aktuellen Schließungen zu verhindern. Der Bürgermeister wird beauftragt, entsprechende Gespräche mit der Bundesregierung zu führen. Ich habe die Anträge gehört, sie werden der geschäftsordnungsgemäßen Verarbeitung zugeführt. Ich weise auf einen jüngsten Prüfbericht des Rechnungshofes hin, der festgestellt hat, dass die Post rentable Postämter zusperrt und das kritisiert. Das ist nämlich das Interessante dabei, weil immer gesagt wird, das sind unrentable Geschichten. So, wir steigen in die Tagesordnung ein. Erster Punkt natürlich das Budget des Jahres 2012. Ich wurde gebeten, kurz über die Eckdaten zu referieren und dann die Fraktionen der Reihe nach, beginnend mit der FPÖ, aufzurufen, was ich natürlich gerne mache. Ja, das Wichtigste zum Budget vorneweg. Es gibt eine breite Mehrheit und es gibt eine schwarze Null
Für die breite Mehrheit bedanke ich mich ausdrücklich. Für die schwarze Null sind vor allem zwei Faktoren verantwortlich, dass wir über die Jahre hinweg geschaut haben, dass ein paar Dinge nicht aus dem Ruder laufen, so die aushaftenden Darlehen, gemeiniglich Schulden genannt, wo wir eine Situation haben, und zwar über Jahre hinweg schon, dass wir in dem Maße, wie wir Darlehen aufnehmen, auch diese Darlehen zurückzahlen. Das heißt, dass also keine Außenstände sich aufhäufen, die dann mit größten Mühen zurückbezahlt werden müssen, aus dem ordentlichen Haushalt nämlich. Und der zweite Faktor, und da sage ich auch Danke an den Gemeinderat, ist die Tatsache, dass wir im Zuge der Strukturreform 190 Planstellen aus dem Stellenplan gestrichen haben, was uns in der Tat jenen erhofften Effekt gebracht hat, nämlich die 10 Millionen Entlastung im ordentlichen Haushalt, und zwar per anno, nicht als Einmaleffekt, die uns jetzt diese freie Finanzspitze ermöglichen. Bedanke mich auch, dass dieser Haushalt in Rekordzeit, nämlich 4,5 Stunden netto, verhandelt werden konnte und unterm Strich, wie gesagt, eine schwarze Null schon im Voranschlag bringt, was das erste Mal überhaupt der Fall ist. Zu den Eckdaten: Gesamtvolumen 433 Millionen im ordentlichen Haushalt und 41 Millionen im außerordentlichen Haushalt. Der ordentliche Haushalt, wie gesagt, ausgeglichen. Der außerordentliche Haushalt einmal mehr ohne Neuverschuldung. Das heißt, wir haben zwar ein Riesenvolumen, nämlich diese 41 Millionen, aber davon kommt nur in Anführungszeichen 23 oder kommen nur 23 Millionen über Darlehensaufnahmen, der Rest kommt aus Rücklagen. Das heißt, das, was wir in den letzten Jahren erwirtschaftet haben, können wir jetzt investiv einsetzen, und investiv spitzt es im nächsten Jahr wirklich ab. Claudia Schmidt ist in erster Linie verantwortlich für diese Millionen über die Sechser und über die SIG. Ich sage ein paar Stichworte: das neue Bad in der Alpenstraße, die Schulen mit 6 Millionen, die Kindergärten mit 1,5 Millionen, die Radwege wie gehabt über der Million, wo wir einige ambitionierte Vorhaben haben. Die Messe, die Neuerrichtung der Halle 10 ist ja abgeschlossen, das heißt, wird abgeschlossen sein mit der Fertigstellung des Konferenzzentrums im Sommer dieses Jahres mit 3,5 Millionen, die Kanäle mit 3,5 Millionen, das Sportzentrum Mitte mit einem Gesamtvolumen von 4,2 und nicht weit weg von hier die Sanierung der Strubergasse mit 5,2 Millionen, die SIG insgesamt mit 15 Millionen. Also ihr seht, es wird wirklich kräftig investiert, was in Zeiten, wo andernorts Budgets wie Semmeln krachen, doch, glaube ich, bemerkenswert ist. Wir haben im Stellenplan einen Zuwachs von lediglich 2 Planstellen bei mehr als 2.900. Auch das ist wichtig und gut, wobei der Schwerpunkt bei den, also saldiert sind es 2 Planstellen. Natürlich haben wir einen Planstellenzuwachs, vor allem im Kindergartenbereich, da haben wir 9 und 12 9 in der Seniorenbetreuung. Das heißt, dort, wo wirklich Menschen notwendig sind, um für Menschen da zu sein, dort gibt es mehr Personal, und ansonsten schauen wir, dass wir Personal sparen. Vorletztes Wort, die Gebühren, alles unter Inflation, da haben wir genau darauf geschaut. Und noch ein Wort zum Mittelfristigen, die aus irgendeinem Grund ganz ans Ende der Tagesordnung gerutscht ist. Die mittelfristige Finanzvorschau für die Stadt Salzburg für die Jahre bis 2015 sieht ebenfalls ausgeglichene Haushalte vor. Ich mache jetzt eine wichtige Klammer hier in diese Bemerkung. Natürlich wissen wir alle miteinander nicht, wo wir in einem Jahr stehen, wo wir in 2 Jahren stehen. Das, was hier in der mittelfristigen steht, und ich bedanke mich sowohl für die Vorbereitung des Budgets als auch für die mittelfristige ausdrücklich bei der Abteilung 8. Liebe Leute, danke für diese solide Vorbereitung. Aber was da drinnen steht, das sind die Planzahlen. Das sind die Planzahlen, die wir uns auch nicht aus den Fingern saugen, sondern die natürlich vorgegeben sind vom
Finanzministerium, von den Budgetprognosen der diversen Forschungsinstitute. Aber diese Planzahlen können natürlich, wenn es spitz auf Knopf geht, in einem Jahr Makulatur sein oder schon in einem halben Jahr. Deswegen, das bitte ich euch wirklich im Kopf zu behalten. Das ist keine Schwarzmalerei jetzt von mir, sondern das ist die Realität, die ihr auch ja jeden Tag in den Medien erlebt. Aber trotzdem nochmal abschließend, ich bedanke mich wirklich sehr, sehr herzlich für diese gute Vorbereitung durch die Abteilung 8. Ich bedanke mich sehr herzlich bei den Fraktionen, dass es wirklich heuer ausgesprochen konstruktiv, sachlich und zügig vor allem runtergegangen ist. Und ich wünsche uns allen, dass das Haushaltsjahr 2012 so verläuft, wie es jetzt mal in Zahlen gedruckt dasteht. Ihr habt noch ein Erratum bekommen zur schriftlichen oder zur gedruckten Version des Budgets, weil wir vergessen haben, ein paar Dinge dorthin zu transferieren, wo sie hingehören, nämlich in die Abteilung 6, nämlich ein Vermessungsgerät. Aber das ist wirklich ein redaktioneller Fehler, sonst gar nichts. Ich fange jetzt an mit den Fraktionsstellungnahmen und ersuche den Herrn Klubobmann Schöppel um seinen ersten Beitrag. Wir haben es heute deswegen in dieser Reihenordnung, weil die FPÖ das Budget ablehnt und alle anderen Fraktionen zustimmen, und deswegen fängt der Kollege Schöppel. Bitte. Sehr geehrter Herr Bürgermeister, hoher Gemeinderat, heute erleben wir, und Herr Bürgermeister, Sie haben es ja schon angekündigt, ein breites Schulterklopfen, einen breiten Schulterschluss von Rot, Schwarz, Grün und Orange. Eine seltene Einigkeit in diesem Hause, aber stellen wir voraus, in was Sie sich einig sind. Einig sind Sie sich für einen Griff in die Geldtasche unserer Mitbürger, und einig sind Sie sich beim Ausbreiten eines Füllhorns an Förderungen, an Subventionsnehmer. Und das vor dem Hintergrund, wo ganz Europa von einer Schulden, von einer Staatsschuldenkrise gebeutelt wird und kein Mensch heute weiß, ob das Diktat von Merkozy den Euro noch einmal wird retten können oder ob wir alle Opfer werden auf dem Altar von Staatsschulden und Ratingagenturen. Und ganz Europa, jeder öffentliche Haushalt spricht vom Sparstift. Nur die Stadt Salzburg scheint ja hier die Ausnahme zu sein. Unsichere Zeiten stehen uns bevor. Herr Bürgermeister, Sie haben selber gesagt, die Einnahmenprognosen, sie können auch Makulatur sein. Unsichere Zeiten stehen uns bevor, aber Rot, Schwarz, Grün und Orange glauben in der Stadt, das Geld so verteilen zu können, wie es immer schon war. Wir Freiheitliche, wir haben ganz vom Anfang an, und Herr Bürgermeister, vom ersten Gespräch an gesagt, dass wir diesen Weg angesichts der dramatischen Entwicklung der Finanzen in Europa nicht weiter mitgehen. Keine Steigerung von Förderungen, und wir sind nicht dabei, bei den Wettbewerbern Budgetanmeldungen für die jeweiligen eigenen Liebkinder. Und schauen wir uns doch die Entwicklung des Budgets an. Gut, die SPÖ hat den Finanzreferenten und sicherlich seine Interessen schon von vornherein im Budgetentwurf untergebracht. Aber der Rest der Budgetanmeldungen war ein Wettbewerb der einzelnen Fraktionen für eigene Interessen. Entweder der Wettbewerb für die eigenen Ressorts nach Möglichkeit noch viel herauszuholen, so als ob die Ressortführung der Selbstdarstellung einzelner Parteien oder Ressortmitglieder dienen sollte,
oder den Anmeldungen für selber, für eigene, für nahestehende Organisationen, um vielleicht hier noch den einen oder anderen Euro mehr an Subventionen herauszuholen. Um dann sich vielleicht bei diesen einzelnen Organisationen ein rotes, schwarzes, grünes oder oranges Federl auf den Hut zu stecken. Wir Freiheitliche, wir haben von Anfang an gesagt, wir sehen, dass es nicht die Zeit ist, Forderungen einzubringen für irgendwelche Förderungen und Subventionen. Es ist nicht die Zeit, sich an den Budgettisch zu setzen und weitere Ausgaben für Interessen, die vielleicht der einen oder anderen Partei nahestehen, zu machen, sondern es wäre eigentlich Zeit, sich zusammenzusetzen, einmal einen Kassensturz zu machen und endlich auch diesen Förderungsdschungel zu durchforsten. Und wenn man sich diesen Förderungsdschungel ans Vereinen, gerade im Sozialbereich, gerade im Kulturbereich anschaut, man muss ja fast schon zum Proporz-Esoteriker werden, um zu verstehen, was eigentlich mit diesen einzelnen Förderungen überhaupt noch bezweckt wird. Und das Kulturbudget, die Förderungen für Kulturvereinigungen, Rekordsummen, die wir ausgeben. Und Herr Bürgermeister, es mag ja sein, dass Griechenland die Wurzel unserer europäischen Kultur ist. Aber bitte, das heißt noch lange nicht, dass Griechenland auch das Vorbild des Kulturbudgets sein muss. Und wir sollten alle diese Krise als Chance verstehen, diesen Förderungsdschungel endlich zu durchforsten. Wir sollten es als Chance verstehen, auch hier in meinem Nägel mit Köpfe zu machen. Wenn es mehrere Fördervereine gibt, die das Gleiche tun, nur der eine hat ein schwarzes und der andere ein rotes Marschall, ja, wäre es nicht vernünftig, hier dann einheitliche Strukturen zu schaffen, die vielleicht weniger Geld brauchen und zum Schluss dann auch noch weniger kosten. Und diese einmalige Chance, die vielleicht auch eine Krise, die vielleicht auch das Nachdenken über Ausgaben mit sich bringt, diese einmalige Chance vergeben wir in der Stadt. Und der Ruf nach dem Durchforsten der Finanzen und der Förderungen, Herr Bürgermeister, dieser Ruf kommt nicht nur von uns Freiheitlichen aus der Stadt Salzburg. Da wir vielleicht zitieren unseren Bundeskanzler Faymann, der ausdrücklich sagt, wir müssen die Subventionen durchforsten. Ja, ich weiß, auch auf der Regierungsbank und der Bundeskanzler ist so unbeliebt, dass sie selbst die Herrinnen niemand mehr ernst nimmt. Aber schauen wir vielleicht ins Land, der SPÖ-Club Obmann Roland Meisel. Das ist sicher von allen gut gemeint, jedoch könne es sein, dass es in vielen Bereichen einfach zu viele Vereine und Initiativen gäbe, die sehr klein seien und teilweise dasselbe böten. Oder vielleicht, wenn ich mir der ÖVP zuwende aus dem Land, deren Clubobfrau Gerlinde Rotschaft. Es gibt 2012 weniger Geld. Jetzt müssen wir einfach härter durchforsten. Aber schauen wir vielleicht nicht nur auf die Bundes- oder auf die Landesebene, schauen wir doch vielleicht auch in unsere Stadt. Und die Warnungen, die Mahnungen von uns Freiheitlichen, angekommen sind sie zumindest bei unserer Finanzabteilung. Zitiere: Doch auch in der Landeshauptstadt werde mit Fördergeldern teils zu sorglos umgegangen. Das jedenfalls findet Axel Maurer, Chef der zuständigen Finanzabteilung. Die Finanzabteilung ordnet Einsparungspotenziale und will die Leistungen von geförderten Vereinen und Projekten äußerst kritisch hinterfragen. Und Ihre Antwort, Herr Bürgermeister, auch Sie zitiere ich, dass Sie froh seien, dass wir so unsere Förderkulisse aufrechterhalten können. Herr Bürgermeister,
Förderkulisse? Sind das, was wir hier an den Förderungen verteilen, Kulissen? Kulissen vielleicht für eine griechische Tragödie, die dann, wenn das erste kleinere nächste Finanzbeben auf uns zukommt, in sich zusammenfallen wie ein Kartenhaus. Und womit finanzieren Sie dieses Füllhorn an Förderungen? Einerseits aus Einnahmen, Einnahmen, die Prognosen sind, Prognosen, die sich, ich möchte fast sagen, stündlich, zumindest täglich ändern, die Aussichten immer düsterer werden. Und Sie, Herr Bürgermeister, uns sogar heute hier sagen, es könnte ja bald schon Makulatur sein. Und das Zweite ist der Griff in die Geldtasche unserer Bürger. Sie heben Tarife an, von den Freibädern über die Eishalle, über den Kanal, bis hin zu den Seniorenheimen. Und eines kann ich Ihnen sagen, das mit unter der Inflationsrate stimmt nicht. Bei den Seniorenheimen sind es 3,47%. Das ist zumindest nach meiner Kenntnis unter der Inflationsrate. Und gerade jene, die im Alter über der Inflationsrate, und gerade jene, die besonders auf unsere Unterstützung angewiesen sind, gerade jene, die im Alter pflegebedürftig sind und nachher in Heime kommen, die eigentlich ja schon Pflegeeinrichtungen sind, gerade jene werden dann mit Steigerungen bedacht, die um einiges über der Inflationsrate liegen. Und auch sonst greifen wir heute den Menschen in die Tasche. Auf Bundesebene, auf Landesebene hat man zumindest angesichts der Finanzkrise auch die Steigerungen für Politikergehälter auf Eis gelegt. Im Budget heute beschließen wir für die Verantwortlichen der Stadt Salzburg für uns alle Erhöhungen. Jetzt können Sie natürlich sagen, das sei natürlich ein Landesgesetz, aber ich bin mir eines sicher, dass wenn von unserer Stadt der Ruf gekommen wäre, wir wollen das nicht, wir wollen ein Signal setzen, dass auch wir, so wie jene auf Bundes- und auf Landesebene die Verantwortung zeigen, auch wir Abstand davon nehmen, dass diesen Ruf wären mit Sicherheit auch Rot und Schwarz im Landtag gefolgt. Ich finde es jedenfalls als unangemessen, in Zeiten einer Staatsschuldenkrise, von der wir alle in Europa gebeutelt zu werden, einerseits sämtliche Tarife der Bürger anzuheben und andererseits dann im Budget die Vorsorge für eine Anhebung der Politikergehälter zu treffen. Und auch die Zeiten, die Signale der Zeit werden falsch verstanden. Ich habe einmal gesagt, ich habe Verständnis dafür, wann in schlechten Zeiten Defizit gemacht wird, Kredite aufgenommen werden, so wie es auch Keynes sieht. Aber Keynes sieht auch eines, dass wenn die Zeiten besser werden, man vielleicht mit höheren Staatseinnahmen zu rechnen hat, dass dann auch Rücklagen zu bilden sind. Und die Prognose der höheren Einnahmen geht nur auf höhere Staatseinnahmen zurück, weil wir mit höherer Inflation für das nächste Jahr rechnen. Und es sind alles tönerne Zahlen. Sollten wir hier nicht eher den Sparstift ansetzen, dass, falls es zur Makulatur wird, wie Sie sagen, Herr Bürgermeister, dass es für diesen Fall dann doch noch hält und ein Spielraum ist? Und wir vielleicht für den anderen Fall auch eine Rücklage schaffen, nämlich für jene Zeiten, in denen wir bitter dann jeden Euro brauchen werden, der auf der hohen Kante liegt. Die Zeiten,
Die Zeiten schauen nicht so rosig aus, dass wir auch in Zukunft solche Budgets abschließen können. Wir werden Rücklagen brauchen. Wir werden auch in den ordentlichen Haushalt Rücklagen zuführen müssen. Und dies ist eine einmalige Chance, Rücklagen zu bilden, sofern überhaupt die Zahlen halten. Diese einmalige Chance vergeben hier heute alle. Und wofür wenden Sie sonst das Geld auf? Als Beispiel für ein Straßenprojekt in Maxglan, das die Menschen, die dort leben, nicht wollen, die doch die Mehrheit hier herinnen eigentlich nicht will, aber einmal da der Budgeteinigung halt eingebracht wurde und jetzt beschlossen wird. Denken wir an Rücklagen beim Landestheater von über 10 Millionen Euro, die man dort liegen lässt, dort weiter subventioniert, ohne auf Rücklagenbildung dort auch nur im Ansatz zu reagieren. Und denken wir auch an Ihr Wertbild, an das, wie Ihr kulturpolitischer Kompass eingestellt ist im Kulturbudget. Wir haben ein Kulturbudget für Heimatpflege und Brauchtum von rund 330.000 Euro. Für den Eizenberger Hof, eine einzige, alleinige Kultureinrichtung für Literatur, geben wir 326.000 Euro aus. Das ist rund derselbe Betrag. Wenn der chinesische Staatspräsident nach Österreich kommt und wir die Medien verfolgen, so erscheint mir das eine einzige Brauchtum- und Heimatvorführung zu sein. Wir sind vor ausländischen Gästen stolz auf unser Brauchtum und führen es im einen fort innen auf. Aber Brauchtum ist nicht nur Staffage für Staatsgäste. Es ist Teil unserer Identität, Teil der Art, wie wir in diesem Land leben und sollte uns eigentlich schon auch im Budget das wert sein, was es uns auch offensichtlich international wert ist. Die Wertschätzung, die wir dem Brauchtum zukommen lassen, und auch Sie, Herr Bürgermeister, wenn wir Staatsgäste aus China im Land haben, diese Wertschätzung gegenüber dem Brauchtum und der Heimat würde ich mir vielleicht auch einmal in unserem Budget wünschen. Und Die Kreditsperre ist ja auch wieder mal das Zauberwort in unserem Budget. Und da darf ich Ihnen, Herr Bürgermeister, zu Ihrer Kreditsperre vielleicht einen Amtsbericht zitieren, den wir vor wenigen Monaten beschlossen haben, wo steht. Jedoch haben die Erfahrungen der vergangenen Jahre gezeigt, dass realistischerweise nicht davon auszugehen ist, dass eine uneingeschränkte Aufrechterhaltung der fixierten Kreditsperre speziell aufgrund verschiedener gesetzlicher und vertraglicher bzw. sonstiger Verpflichtungen möglich ist, weshalb eine Teilaufhebung unumgänglich erscheint. Kreditsperre wird beschlossen und gleichzeitig wissen wir, dass vertragliche, gesetzliche Grundlagen dem entgegenstehen, sie ja so gar nicht einhalten und aufrechterhalten können. Hoher Gemeinderat, die Ablehnung der Freiheitlichen zum Budget betrifft natürlich nicht alle Positionen. Beispielsweise den Stellenplan stimmen wir auch heute zu. Aber wer heute dem Budget zustimmt, verpflichtet sich auch, diese Politik, diese einzelnen Forderungen, diese einzelnen Positionen im kommenden Jahr auch durchzutragen. Und es geht nicht an, dass einzelne Fraktionen hier dem Budget zustehen, um dann bei der Umsetzung zu meinen, hier dann politisches Kleingeld mit einer Ablehnung machen zu können. Für uns ist das Budget ein Pakt,
ein Bündnis jener Parteien, die es heute hier beschließen. Und wir gehen auch davon aus, dass Sie dieses Bündnis einhalten. Und ich finde es interessant, dass gerade Sie jetzt hier bereits aufschreien, wenn ich das sage, ohne dass ich Sie überhaupt darauf angesprochen habe. Wir Freiheitliche, wir behalten uns also vor, den einen oder anderen Punkt bei der Umsetzung dann auch negativ zu beurteilen und werden sicherlich nicht die Budgetpositionen alle dann in den Ausschüssen und in den folgenden Sitzungen des Gemeinderates mittragen, wie es heute selbstverständlich von Ihnen für alle Budgetposten angekündigt wird, auch wenn Sie sich heute schon mit Ihrem Zwischenruf von Ihrem eigenen Budgetbeschluss anfangen zu verabschieden und heute hier innen schon klar geben, dass Sie hier jene Punkte, die Sie heute beschließen, dann gar nicht mehr mittragen wollen. Wünsche ich ja allen ja recht viel Vergnügen, was Sie mit solchen Budgetpartnern machen wollen und von Ihnen halten. Abschließend kann ich noch mal sagen, Sie setzen heute mit diesem Beschluss die falschen Signale. Denken Sie über die Signale nach, die heute davon ausgehen sollten, einerseits die Förderungen explodieren zu lassen, um andererseits den Bürger bei den Subventionen in die Tasche zu greifen. Das ist mit uns Freiheitlichen nicht zu haben, deswegen werden wir auch das Budget ablehnen. Das überrascht mich jetzt wirklich. Ich kann euch übrigens mitteilen, dass aktuell 73 Menschen diese Gemeinderatssitzung übers Internet, Livestream, verfolgen, trotz ihrer Budgetrede. Kollege Schöppel. Sehr geehrter Herr Bürgermeister, hoher Gemeinderat, meine Damen und Herren, die Zustimmung zu einem Budget, Herr Dr. Schöppel, die Zustimmung zu einem Budget ist immer ein Kompromiss. Und je kleiner die Fraktion, die im Gemeinderat vertreten ist, desto größer muss die Kompromissbereitschaft sein, einem Budget zuzustimmen. Aber Sie haben anscheinend Politik noch nicht verstanden, wenn Sie davon ausgehen, dass alle Punkte im Budget der Zustimmung bedürfen, um einem Budget zuzustimmen. Eine breite Einheit der Schulterklopfer. In die Taschen greifen der Mitbürger und das Füllhorn der Subventionen ausschütten. Ich kann es ja schon nicht einmal mehr sagen, weil ich mich so aufrege. Herr Dr. Schöppel, manchmal glaube ich wirklich, wir beide waren in verschiedenen Veranstaltungen, wenn wir von der gleichen Sitzung reden. Ja, die Stadt Salzburg kann es sich leisten, Geld auszugeben, das budgetiert ist. Ja, warum kann sie denn das? Ganz einfach, weil die Stadt Salzburg in den letzten Jahren mit den konstruktiven politischen Kräften in dieser Stadt ihre Hausaufgaben gemacht hat. Dass Sie zu diesen Kräften nicht gehören, brauche ich ja nicht extra zu erwähnen. Aber, Herr Dr. Schöppel, dass dann auch noch von Ihnen angeprangert wird, dass alle Budgetanmeldungen nur ein politischer Wettbewerb für die eigenen Interessen sind, dann bin ich wirklich bei dem Punkt angelangt, Sie haben Politik nicht verstanden, sondern Sie wissen gar nicht, von was Sie selber reden. Natürlich muss ein Ressortchef darauf achten, dass seine eigenen Ressortbudgets in Ordnung sind und dass die Sachen, die er im Ressort umzusetzen hat, für das Wohl der Bevölkerung auch finanziell bedeckt werden können. Und was wäre denn das für ein Politiker in der Stadt Salzburg, der zwar sagt, ich bin ressortverantwortlich, aber ich traue mir beim Budget dem Bürgermeister nicht sagen, ich brauche Geld für die Müllabfuhr, also werden nächstes Jahr keine Mistkübel mehr ausgeladen. Ist das Ihr Verständnis von Politik? Herr Dr. Schöppel, jedes weitere Wort zu Ihrer Rede ist wirklich unnotwendig, weil Sie selbst nicht dran glauben, weil auch Sie wissen, was Ressortverantwortung heißt. Nicht nur in der Stadt Salzburg waren Sie Mitglied einer Fraktion mit Ressortverantwortung, sondern auch im Land. Dieses Budget, das jetzt vor uns liegt, hat große, wichtige Investitionen für die Stadt Salzburg, wie der Bürgermeister schon erwähnt hat, in Kindergärten, Schulen, Seniorenheimen, in der Daseinsvorsorge, hat viele budgetäre Notwendigkeiten, die einfach in ein Budget aufgenommen werden müssen, ob wir wollen oder nicht. Ist auch gespickt mit einigen Zugeständnissen des Bürgermeisters und Finanzreferenten an die einzelnen Fraktionen. Und es hat natürlich auch den ein oder anderen Schönheitsfehler, den man im Laufe des Jahres natürlich seine Zustimmung verweigern kann, obwohl man das Budget mitgetragen hat.
Und der Bürgermeister hat die Eckdaten dieses Budgets schon umrissen. Es sind 433 Millionen Euro im ordentlichen Haushalt und es sind 41,5 im außerordentlichen Haushalt. Und das sind Summen, bei denen der eine oder andere schon einmal den Überblick verliert, gell, Herr Dr. Schöppel? Der Finanzressortchef und die Finanzabteilung 8 haben es aber dieses Mal geschafft, ein ausgeglichenes und, wie ich meine, ein ausgewogenes Budget 2012 vorzulegen. In Zeiten wie diesen war es sicher keine einfache Übung, aber wie vorher schon erwähnt, gebührt für dieses Budget und für die Durchsetzung der Hausaufgaben der letzten Jahre den Hauptverantwortlichen, und das ist nun einmal der Finanzreferent und die Magistratsabteilung 8 mit Dr. Maurer, sicher großes Lob und Anerkennung. Die Einsparungsbemühungen der letzten Jahre und die Strukturreform, aber auch die Kreditsperren haben es ermöglicht, dass erstmals seit Jahren ein ausgeglichenes Budget ohne Rücklagenbehebung beschlossen werden kann. Und da steht die Stadt Salzburg wesentlich besser da als vergleichbare Städte in Österreich. Aber nun zu den Beweggründen, warum unsere Fraktion dem Budget 2012 zustimmen wird. Außer dem vorher schon erwähnten war uns wichtig, dass nicht wieder die Bürger über gebührliche Erhöhungen von Kanal- und Abfallgebühren zur Kasse gebeten werden. Und wie wir glauben, sind die Erhöhungen in diesem Budget moderat und durchaus vertretbar. Für wichtige soziale Einrichtungen in der Stadt Salzburg, wie etwa für den Verein Rainbows, musste ich in den letzten Jahren bei den Budgetberatungen immer kämpfen, um die notwendigen Mittel im Budget auch verankert zu haben. Anscheinend hat es sich aber heuer bis zum letzten Gemeinderat durchgesprochen, dass dieser Verein für die Stadt Salzburg hervorragende Arbeit leistet. Und siehe da, im zweiten Entwurf waren bereits zusätzliche Mittel für Rainbows von vornherein vorgesehen. Vorbildlich, Herr Bürgermeister, kann ich da nur sagen. Auch bei einem weiteren Sozialverein, wo es im letzten Budget aus fadenscheinigen Ausreden und partout nicht gelungen ist, die dringend notwendigen Gelder vorzuschlagen, war dieses Mal keine lange Debatte notwendig, denn der Verein Zentrum 11 hat für ein Projekt für sozial benachteiligte Kinder eine zusätzliche Subvention von 4.000 Euro erhalten. Und ja, Herr Dr. Schöppel, wenn Sie sagen, die Fraktionen setzen sich für verschiedene Vereine und Organisationen ein, ja, ich bekenne mich dazu. Nur keiner dieser Vereine kann auch nur im Entferntesten unserer Fraktion zugerechnet werden. Wir anerkennen nur die hervorragende Arbeit für die Stadt Salzburg. So konnte ebenfalls für die Hospizbewegung, den Verein Selbstbewusst, Plattform für Fußballjugend oder die Kinderfestspiele zusätzliche Gelder im Budget lukriert werden. Die Anmeldungen für das Männerbüro und die Aufstockung der Solarförderung wurden außerdem beschlossen, aber das wäre auch ohne unseren Antrag geschehen, denn auch die Bürgerliste hat diesen Antrag gestellt und da ist ja die Affinität des Bürgermeisters zuzustimmen immer etwas höher. Eigentlich ein herzeigbares Verhandlungsergebnis. Wären da nicht doch einige Schönheitsfehler? Ausgerechnet bei meinem Versuch für das Salzburger Frauenhaus, die vom Verein beantragten Mittel im Budget unterzubringen, gab es vorerst Widerstände der SPÖ. Meine Damen und Herren, wir sprechen von einer wichtigen Sozialeinrichtung in der Stadt Salzburg und die Fraktionsvorsitzende der SPÖ, Homola, war anfangs der Meinung, dies sei keine notwendige Anmeldung. Ich zitiere aus dem Restantenprotokoll: Clubvorsitzende Homola fragt nach dem Grund für den Wunsch auf Erhöhung des Zuschusses. Es liege kein Antrag auf Subventionserhöhung vor, auch im Frauenbüro sei davon nichts bekannt. Meine Damen und Herren, ich habe schon lange aufgegeben zu glauben, dass immer jeder Gemeinderat hier herinnen auch weiß, welcher Akt mit welchem Inhalt gerade beschlossen wird. Aber dass die Vorsitzende der größten im Gemeinderat vertretenen Fraktion nicht einmal die Unterlagen kennt, die ihr eigener Ressortchef, Bürgermeister und Finanzreferent für die Sozialklausur vom Frauenbüro vorlegen lässt, hat mich nicht nur stutzig, sondern hat mich auch böse gemacht. Das Ansuchen 2012, meine Damen und Herren, vom Salzburger Frauenhaus lautete auf 15.000 Euro. Vorgesehen im zweiten Entwurf 12.400. Somit war unsere Erhöhung nicht nur dringend notwendig, gerechtfertigt, nein, es lag sogar die formelle Voraussetzung vor, die von der Fraktionsvorsitzenden der SPÖ gefordert wurde, obwohl das für Budgetberatungen gar nicht zwingend notwendig ist.
Dieses Beispiel zeigt wieder einmal auf, dass die Zugeständnisse an die Fraktionen nicht davon abhängen, ob sie dringlich sind, ob sie wichtig sind oder ob sie gerechtfertigt sind. Es hängt einzig und allein davon ab, wer die Anmeldung für die Erhöhung einzelner Positionen macht. Bei manchen Personen werden die Mehranmeldungen gar nicht erst hinterfragt und sofort genehmigt. Bei anderen, trotz vertraglicher Verpflichtung, lange herumdiskutiert, um dann doch Zugeständnisse zu machen. Und in diesem Fall zeigt es auf, dass man einfach nur zeigen will, wer am längeren Hebel sitzt. Auf der Strecke bleiben bei diesem parteipolitischen Hickhack aber leider die Betroffenen. Und das ist das Traurige an der derzeitigen Stimmungslage im Magistrat. Gott sei Dank hat der Bürgermeister dann aber doch die Wichtigkeit unserer Anmeldung für das Salzburger Frauenhaus erkannt und diese 3.000 Euro auch ins Budget aufnehmen lassen. Meine Damen und Herren, trotz meiner vorgebrachten Kritik, trotz den Anmerkungen und den Vorfällen bei den Budgetberatungen 2012, ist diesem Voranschlag Anerkennung und Lob auszusprechen. Und aus diesem Grund wird unsere Fraktion dem Budget zustimmen. Danke, Kollegin Tatzl. Nächste Wortmeldung, Kollege Hüttinger. Schönen guten Morgen noch einmal. Schönen guten Morgen. Ich habe gedacht, wenn wir da heute weltweit übertragen werden, dann sollten wir auch die, die es wahrscheinlich am meisten interessiert, besonders grüßen. Und haben wir deswegen angeschaut, welche Partnerstädte wir haben. Und möchte da unsere Partner in unseren Partnerstädten von der Stelle auch noch einmal ganz herzlich grüßen. Ein Ohio nach Japan, nach Kawasaki. Ein Bonjour nach Reus. Ein Labadiana nach Vilnius. Nach Meranen, grüß Gott. Und nach Busetto und Verona, Buongiorno. Nach Leon, ein Buenos Dias. Nach Dresden, ein Guten Morgen. Nach Shanghai, und jetzt wird es ganz schwierig, ein Zhao Shang Hao. Und last but not least, nach Singida, ein herzliches Jumbo oder Cariboni. Ich glaube, es ist ein ganz guter Anfang, wenn wir diese Gemeinderatssitzungen doch auch öffentlicher machen, als sie dieser Raum ermöglicht. Wenn die Zuschauerfrequenzen durchaus bescheiden sind, dann heißt das nicht, dass kein Interesse besteht. Und ich glaube, dass diese Dinge, so wie vieles andere, erst wachsen müssen, erst werden müssen und dass es auch an uns liegt, zu zeigen, dass es vielleicht manchmal von Interesse sein kann, hier zuzuschauen. Ich glaube nicht, dass kontroversielle Reden Zuhörerinnen und Zuschauer vertreiben, sondern sie können vielleicht ein bisschen darstellen, was in der Gemeindepolitik wirklich los ist. Und sie können die Menschen vielleicht auch dazu bewegen, sich selbst zu engagieren, sich selbst mitzutun. Wie zum Beispiel bei dem Modell, über das wir jetzt in den letzten Wochen und Monaten intensiv diskutiert haben, bei der Frage, wie können wir Bürgerinnen und Bürger im Rahmen der direkten Demokratie besser einbinden? Wie können wir sie damit mitverantwortlich machen für die Dinge, die in der Stadt passieren? Und da gibt es Modelle, die bis zur Mitsprache beim Budget gehen. Modelle, die in anderen Ländern durchaus schon sich bewährt haben, wo man gesagt hat, größere Investitionsvorhaben werden beispielsweise im Budget von den Bürgerinnen und Bürgern mitgestaltet, sie können mitreden. Und das war dann dort nicht so ein Schreckgespenst für die Politikerinnen und Politiker, die das bisher allein in der Hand halten, wie sie vorher gefürchtet haben, sondern es hat sich gezeigt, dass diese Mitarbeit sehr konstruktiv ist. Und um jetzt auf das Budget, das wir heuer für 2012 in diesmal sehr breiter Mehrheit beschließen werden, zurückzukommen, einige Vorbemerkungen. Die Kollegin Tatzl hat vorher moniert, dass es einzelne Fraktionen oder auch Personen gibt, die beim Finanzreferenten leichter Gehör finden als andere. Das mag vielleicht mit einer gewissen Kontinuität in der Budgetpolitik einzelner Fraktionen zu tun haben. Es gab in den letzten 12 oder 13 Jahren zwei Fraktionen, die das Budget im Wesentlichen gestaltet und mitgetragen haben. Und das waren die zwei einzigen, die hier eine konsequente Linie gefahren haben. Das war die Fraktion des Finanzreferenten und das war unsere Fraktion. Und das hat immerhin dazu geführt, dass die wechselnden Partner, die wir dann immer überzeugen konnten, dass das erarbeitete Budget durchaus auch für die Stadt Salzburg günstig ist, dass die wechselnden Partner dann manchmal auch zugestimmt haben, so wie heuer erfreulicherweise mit einer breiten Mehrheit. Aber dass es immerhin dann gelungen ist, dass wir eben gerade nicht dort sind, wo der Kollege Schöppel meint, nämlich in der Situation von anderen Städten, Ländern oder vom Bund. Wir sind in der durchaus glücklichen Lage, auch wenn wir wissen, dass wir damit nicht auf viele Jahre aufbauen können, dass wir unseren Haushalt im Griff haben, dass wir notwendige Maßnahmen getroffen haben,
dass wir im Rahmen einer Strukturreform, die ja nicht nur einmalig stattfindet, sondern die ein laufender Prozess ist, schauen, wo sind Verbesserungs-, Optimierungs- und Einsparungspotenziale, dass wir mit einem geregelten Haushalt eine schwarze Null schon im Budget schreiben. Und ich darf daran erinnern, dass die geplanten Rücklagenbehebungen, die wir in den letzten Jahren in das Budget einsetzen mussten, durch den Budgetvollzug ja dann tatsächlich nicht schlagend wurden, sodass wir in den letzten Jahren ausgeglichen abschließen konnten. Und das ist eben eine ganz andere Situation, Herr Kollege Schöppel, als zum Beispiel im Land, in dem eine dramatische Situation gegeben ist, im Bund, in dem die Staatsverschuldung von Jahr zu Jahr steigt, auch heuer wieder vor dem Hintergrund einer Diskussion über Schuldenbremse eine Neuverschuldung im Budget unmittelbar vorher beschlossen und dann sagt man, man will eine Schuldenbremse haben. Also auch das eine Frage der Glaubwürdigkeit oder gar von Griechenland, wo wir wissen, was dort die tatsächlichen Ursachen waren und warum die Haushaltssituation so angespannt ist, wie sie jetzt ist. Und ich verstehe ganz ehrlich gestanden nicht Ihre Vergleiche, die Sie in diese Budgetrede gebracht haben, weil Sie ja in den letzten Wochen durchaus bei Budgetverhandlungen dabei waren und anwesend waren. Und einen Hinweis erlaube ich mir schon. Es ist natürlich Ihr legitimes Recht als Opposition zu sagen, wir sind deshalb Opposition, weil wir keinen Ressortsitz in der Stadtregierung haben. Das Salzburger Stadtrecht ist ja etwas anders gestaltet als Systeme, in denen es den Proporz nicht gibt. Das Salzburger Stadtrecht sieht ja vor, und das wissen Sie ja mindestens genauso gut wie ich, dass Entscheidungen im Gemeinderat unabhängig von der Frage, welche Fraktion eine Ressortverantwortlichkeit hat, im Gemeinderat getroffen werden. Und es ist eine gute Tradition in der Stadt Salzburg, dass in die Budgetverhandlungen alle Fraktionen eingebunden werden. Und ich erlebe Sie in den Budgetverhandlungen als durchaus sachlichen Verhandlungspartner, der aber von Anfang an eins klarstellt. Wir sind die Opposition, so nennen Sie sich ja, und wir werden nicht zustimmen. Und dann kommen zwei einzelne Vorschläge von Ihnen, die wir zum heuer, glaube ich, zum erheblichen Teil oder nahezu ausschließlich auch ins Budget übernommen haben. Und trotzdem sagen Sie dann, wir stimmen aber nicht zu, wir haben sich ja vorher schon angekündigt. Das ist irgendwie ein Weg, der die Zusammenarbeit mittelfristig nicht auf besonders glaubwürdige Beine stellt. Und das mag vielleicht auch der Grund sein, warum es Ihnen nicht gelingt, vielleicht noch mehr Ihrer Vorstellungen ins Budget einzubringen. Weil ich glaube, eine offene Diskussion würde auch dazu führen, dass man die Anregungen, die von den einzelnen Fraktionen, und wir haben es gesehen, es sind 4 Fraktionen, die ihre Anregungen ins Budget eingebracht haben, dann auch tatsächlich umsetzt. Budgetkontinuität, das ist aber dann wichtig, wenn wir ein Budget nicht nur als Jahresaufgabe sehen oder als nicht nur als Aufgabe eines Budget-Halbtages, wie wir es heuer erlebt haben, sondern als einen Prozess, der über Monate und letztlich über Jahre die finanziellen Weichen und die Grundlage für die Politik in der Stadt Salzburg legt. Und mich hat es deshalb etwas überrascht, als der Bürgermeister auch heute gemeint hat, und so wurde es ja auch in den Medien berichtet, dass das Budget in 4,5 Stunden beschlossen wurde. Tatsache ist ja, und das ist wirklich ein Weg, den ich sehr, sehr begrüße, dass das Budget mittlerweile eben nicht mehr an diesem berühmten Montag im Budgetsenat ausverhandelt und beschlossen wird, sondern dass es viele, viele Vorbesprechungen, große und kleine Runden gibt, in denen die Weichen gestellt werden, in denen Vorbereitungen getroffen werden, damit am Schluss eben nur mehr einige wenige Punkte im Budgetsenat dann tatsächlich ausdiskutiert werden müssen. Das ist der neue Salzburger Weg bei der Budgetpolitik, der sich ganz eklatant von dem unterscheidet, was wir zum Beispiel vor 10, 15, 20 Jahren noch in Budgetsenaten erlebt haben, als wir noch bis zu 3 Tage und nächtens durchverhandelt haben, weil jede einzelne Position erst dort besprochen wurde und es keine Vorbesprechungen mit einzelnen Fraktionen gab, wie mit den Freiheitlichen, wie mit der Liste Tatzl, wie mit unserer Fraktion, wie mit der ÖVP. Das gibt es jetzt und damit finden Sie natürlich auch im zweiten Budgetentwurf schon viele Ihrer Vorstellungen verwirklicht und damit können wir die Verhandlungen im Budgetsenat auf einen kleinen Kern von Fragen reduzieren, bei denen es dann leichter möglich ist, hier Einigungen zu finden, als dann, wenn wir, wie es durchaus der Fall war, bei hunderten Positionen von Anfang an anfangen müssen. Und wenn wir diesen Budgetpfad der letzten Jahre verfolgen und dann sehen, was daraus geworden ist, dann sehen Sie meines Erachtens 2 Dinge. Das eine habe ich schon erwähnt, die Stadt Salzburg schafft es zum wiederholten Mal und zum vielfachen Mal ohne Neuverschuldung ins neue Jahr zu gehen. Die Stadt Salzburg schreibt eine schwarze Null im Budget. Die Stadt Salzburg steht von der Verschuldung besser da als viele andere österreichische Städte. Die Stadt Salzburg hat ihr Budget im Griff. Das ist die budgettechnische Seite. Und die andere Seite ist die, was ist denn damit passiert?
Und das wird leicht vergessen, wenn wir dann über kleine Dinge reden und über das tägliche Hickhack, das uns natürlich auch begleitet und bei dem natürlich auch jede Fraktion auch zeigen muss, warum sie anders ist als die anderen. Auch wenn wir hier in einer breiten Mehrheit einen ganz, ganz wichtigen Teil unserer Aufgaben gemeinsam erfüllen. Aber wir sollten doch auch sehen, was ist uns gemeinsam gelungen, was ist mit dem Budget gelungen. Und da denke ich dran, dass vor wenigen Wochen, und deswegen tut es mir besonders leid, dass die Frau Dr. Werner heute fehlen musste, dass wir vor wenigen Wochen den Unipark neu bezogen haben. Ein Vorhaben, und ich kann mich noch erinnern, es war eins der Themen, glaube ich, die wir im Wahlkampf 1999 durchaus als Thema irgendwie ganz wichtig und prominent platziert haben, weil wir gesagt haben, ein städtebauliches Projekt, das für die Stadt Salzburg als Universitätsstadt, als Stadt in der Mitte Österreichs, als Stadt der Geisteswissenschaften ganz wichtig ist. Das wollen wir begleiten, das wollen wir fördern, das wollen wir umsetzen. Und dafür hat die Stadt in vielen, vielen Jahren budgetmäßig Vorsorge getroffen. Dafür wurden Ressortarbeiten getätigt, dafür haben die zuständigen Regierungsmitglieder zusammengeholfen. Und deshalb werden wir jetzt, und der Bürgermeister hat es ja in den Investitionen auch als Sportzentrum Mitte noch kurz angeführt, ein Teil des Uniparks, dafür werden wir auch den letzten Teil jetzt fertigstellen. Da haben wir einen Meilenstein mitten in der Stadt Salzburg geschaffen, der, und das wage ich zu behaupten, ohne die ganz, ganz tatkräftige Unterstützung und Förderung einiger weniger Salzburger Stadtpolitikerinnen und Politiker nicht möglich gewesen wäre. Der Unipark wäre nicht gelungen, wenn wir auf den Bund gewartet hätten, wenn wir auf die BIK gewartet hätten und wenn wir auf das Land gewartet hätten. Der Unipark ist ein Verdienst dieser Stadt und zwar einerseits des persönlichen Einsatzes einzelner Politikerinnen und Politiker und ich erspare mir jetzt Namen zu nennen, weil Sie wissen, wer daran gearbeitet hat und er ist auch ein Ergebnis der Budgetpolitik in dieser Stadt. Und ein zweiter Punkt, der mich auch besonders gefreut hat, war die Auszeichnung der Stadt Salzburg als behindertenfreundliche Stadt, die vor wenigen Wochen von der EU erreicht wurde. Und da kann ich nur sagen, ich erinnere mich noch an Budgetverhandlungen, in denen wir darum gerungen haben, dass wir 100.000 Euro oder damals waren es noch Schilling, 500.000 Schilling ins Budget für behindertengerechten Straßenausbau bekommen haben. Und ich erinnere mich noch an viele, viele Diskussionen, wo es darum gegangen ist, was kostet es denn mehr, wenn wir öffentliche Gebäude behindertengerecht ausstatten. Das ist mittlerweile Standard, das ist mittlerweile Usus. Wir müssen die Mittel für behindertengerechten Straßenausbau nicht mehr ins Budget hineinnehmen. Und das Ergebnis dieser Budgetvorsorge und der Umsetzung der Budgetvorsorge in die tatsächlichen Politik führt dann dazu, dass wir behindertengerechte Stadt als behindertengerechte Stadt von der EU ausgezeichnet werden. Oder ein dritter Punkt. Salzburg gilt als die Hauptstadt der Radfahrer. Und das ist nicht nur deshalb, weil unser Bürgermeister selbst mit dem Rad fährt, sondern das hat auch damit zu tun, dass wir schon in den 90er Jahren und am Beginn der 90er Jahre begonnen haben, das Radwegenetz, das Fahrradwegenetz in der Stadt Salzburg auszubauen. Und das ging nicht in einem Jahr und das ging nicht in 2 Jahren und das ging nicht in 5 Jahren. Aber über 20, 25 Jahre mit jährlichen Budgetvorsorgen haben sie ein Radwegenetz in der Stadt Salzburg geschaffen, das seinesgleichen sucht und das die Menschen dazu motiviert, vom Auto aufs Rad umzusteigen. Und das tut den Leuten gut, den Menschen tut, ihre Gesundheit tut, das tut dem Klima gut. Und auch das sind die Ergebnisse einer Budgetpolitik, die eben nicht von einem Jahr zum anderen Jahr hin und her springt, sondern die sagt, wir wollen nachhaltig und langfristig die Politik der Stadt Salzburg auch im Rahmen der Budgetpolitik gestalten. Und das ist auch der Grund dafür, und da komme ich jetzt auch zum Budget von heuer noch mit einigen ganz wenigen Dingen ganz konkret, warum wir auch immer wieder darauf drängen, dass wir sagen, fördern wir doch alternative Energien. Ich weiß, es löst immer dann ein, naja, ist schon klar, das kommt wieder hervor, wenn ich sage, dotieren wir doch die Solarförderung auch von Seiten der Stadt. Und heuer ist es endlich ein bisschen mehr gelungen. Aber noch immer mit meinem Appell, der, glaube ich, leider noch immer nicht ganz angekommen ist, bewerben wir es doch. Weil es wird mir dann immer wieder gesagt, wir haben zwar Mittel für die Solarförderung im Budget, aber es nimmt ja keiner in Anspruch. Ja, weil es keiner weiß. Weil es keiner weiß, werden es natürlich nicht in Anspruch genommen, die Mittel. Bewerben wir sie doch, machen wir hier die Menschen in der Stadt darauf aufmerksam, ihr habt die Möglichkeit auch für Investitionen in die Solarenergieförderung in der Stadt zu bekommen und bauen wir das aus.
Etwas, das in Zeiten des Klimawandels wohl mehr als notwendig ist, dass wir alternative Energien unterstützen. Und ein zweiter kleiner Punkt, der mich auch freut, und mein Freund und Kollege Gernot Himmelfreund-Beuntner hat heuer einen Antrag im Gemeinderat eingebracht, dass Salzburg eine Fairtrade-Gemeinde werden soll. Und das wird dazu natürlich einige Mittel bedürfen, das sind keine Welten, das sind kleine Beträge, aber wir haben das im Budget vorgesehen und vielleicht gelingt es uns wirklich im nächsten Jahr, dieses Vorhaben umzusetzen und in der Stadt Salzburg, in der Stadtverwaltung mit Fairtrade-Produkten auch hier einen kleinen Beitrag zu einer Solidarität, zu einem fairen Welthandel beizutragen und auch hier Vorbild zu sein. Weil man darf eines nicht unterschätzen. Man darf nicht unterschätzen, dass gerade bei diesen Dingen, die auch Bewusstseinsbildung bedeuten, die öffentliche Hand und eine Stadt wie Salzburg durchaus Vorbildwirkung haben. Man schaut hin, was macht die Stadt Salzburg, und das ist genau der Punkt, warum Politiker immer wieder bei dem einen oder anderen viel schärfer kritisiert werden als viele andere, weil sie eben Vorbildfunktion haben. Und diese Vorbildfunktion wollen wir wahrnehmen. Und zuletzt noch eins, der Sozialbereich. Vor einigen Jahren hatten wir eine Diskussion darüber im Budget, ob wir als Stadt Salzburg es uns wirklich erlauben wollen, dass Menschen in dieser Stadt keine Möglichkeit haben, in kalten Winternächten in einem geheizten Raum zu übernachten. Und da gab es erhebliche Widerstände, weil wir gesagt haben, wir übernehmen, wenn wir diese Aufgabe annehmen, übernehmen wir Aufgaben, die vom Gesetz her nicht unsere Aufgaben sind. In einer Zeit, in der die Tendenz ja ohne dies Jahr für Jahr vollzogen wird, dass der Obere auf den Unteren Aufgaben hinunterschaufelt und damit auch die damit verbundenen Kosten. Der Bund auf die Länder auf die Gemeinden. Und wir haben gesagt, und damit übernehmen wir eine Aufgabe. Wir haben damals mit der Initiative, die von Uli Sagi ausging, eine Einrichtung, eine Übernachtungseinrichtung für Obdachlose in der Stadt Salzburg zu schaffen, eine breite Mehrheit im Gemeinderat gefunden. Wir haben die Einrichtung geschaffen. Und es ist uns dann gelungen, es ist der Stadt Salzburg gelungen, es ist der Abteilung 3 gelungen, dass diese Einrichtung in die Verantwortung des Landes übernommen wurde. Wir haben eine Vorreiterrolle eingenommen, wir haben dafür gesorgt und haben auch das Risiko getragen, notfalls auch auf eigene Kosten. Und letztlich ist das eine Einrichtung, die jetzt etabliert ist und von der wir von den Kosten auch entlastet sind. Und wir haben gesehen, wie wichtig diese Einrichtung ist, und wir haben aber auch gesehen, und das wissen alle, die in diesem Bereich tätig sind, wie wichtig es ist, auch eine Tageseinrichtung, eine Tagesstruktur für Obdachlose zu schaffen, und bedanke mich auch sehr herzlich, dass es in diesem Budget gelungen ist, hier die Mittel für ein Konzept einmal aufzunehmen. Wir wollen hier einen ähnlichen Weg gehen, ein Konzept erstellen, die Einrichtung dann allenfalls eben erstellen und dann natürlich mit dem Land darüber verhandeln, dass diese Einrichtung übernommen wird. Das sind einige kleinere Punkte, die aber durchaus wichtig sind, die uns zeigen, wie schaut es in einer längerfristigen Entwicklung aus. Ein abschließendes Wort noch, Herr Kollege Schöppel, wenn Sie die Investitionen, die Förderungen im Kulturbereich kritisieren, dann wundert es mich an sich von Ihrer Fraktion nicht besonders. Sie werden aber auch verstehen, dass wir als eine Fraktion, die glaubt, dass die Stadt Salzburg als Kulturstadt, und zwar nur als wesentlich als Kulturstadt das ist, was sie ist. Nämlich eine Stadt im Herzen Europas, eine kleine Stadt, eine Stadt mit 150.000 Menschen, die trotzdem Weltbedeutung hat, die Menschen aus aller Welt anzieht, die zu uns kommen, die bei uns Kulturveranstaltungen erleben, die Kultureinrichtungen besuchen, eben genau nur das ist, weil es dieses Kulturleben, und zwar dieses ganz reichhaltige Kulturleben gibt. Salzburg besteht nicht nur aus den Festspielen und es besteht nicht nur aus dem Adventsingen und es besteht nicht nur aus dem Brauchtum, sondern es besteht aus vielen, vielen kleinen, mittleren, größeren und großen Kultureinrichtungen, bei denen wir versuchen, durch unsere Förderungen sie zu unterstützen. Dazu gehört das Landestheater genauso, das einen Bildungsauftrag hat wie eine Elisabethbühne, ein Schauspielhaus, wie kleine freie Theater, wie vieles andere, was im Kulturbereich von uns gefördert wird. Und darum sind diese Investitionen durchaus wichtig. Ich glaube, es war heuer wegen der guten Vorbereitung einfacher als in den vorigen Jahren. Es war wegen unserer Vorbereitungen, die wir gemeinsam gemacht haben im Rahmen einer Strukturreform, im Rahmen eines geregelten Haushaltsverzuges, vor dem Hintergrund, dass wir eine schwarze Null schon bei der Budgeterstellung im Blickwinkel hatten, auch leichter, kleinere Justierungen im Budget noch vorzunehmen.
Ich denke, es ist ein gutes Budget, es ist ein ausgeglichenes Budget und daher können wir auch heuer dieses Budget wieder mit gutem Grund mittragen. Dankeschön. Danke, Kollege Hüttinger. Der Nächste ist der Kollege Fuchs. Bitte schön. Ja, zunächst, liebe Interessierten im Netz, ich kann leider nicht Chinesisch, so wie der Herr Dr. Hüttinger, aber vielleicht können wir das nächste Mal einen Untertitel in Spanisch, Chinesisch, Italienisch, vielleicht kriegen wir das auch noch zustande. Ich habe mir das angeschaut, schaut ganz gut aus. Also ich kann nur allen empfehlen, die Gemeinderatssitzung mitzuverfolgen. Man erfährt viel Neues, nur nicht vom Dr. Schöppel, das muss ich dazu sagen, als Einschränkung, weil da haben wir immer die gleichen Phrasen. Deshalb das als kleiner Tipp und Hinweis an die Interessierten. Liebe Kollegen, Hoher Gemeinderat, die Schuldenkrise in Europa zeigt uns, wohin es führt, wenn man über Jahrzehnte mehr Geld ausgibt, als man einnimmt. Und die Schuldenkrise in Europa zeigt auch, dass mit zunehmender Verschuldung der Handlungs- und Gestaltungsspielraum für die Politik dramatisch abnimmt. Die Stadt Salzburg stand einmal schon mit dem Rücken zur Wand. Im Jahr 1994 stand die Stadt knapp vor dem Bankrott. Und ein strukturell gesundes Budget ist kein Selbstzweck. Es ist Voraussetzung, dass die Politik auch hinkünftig Impulse und auch Initiativen bei Investitionen setzen kann. Das vorliegende Budget ist im Großen und Ganzen in Ordnung. Es ist aus meiner Sicht jetzt nicht der große Meilenstein. Es löst nicht bei mir Euphorie aus. Es ist aber eben im Hinblick auf das Umfeld bei den anderen Gebietskörperschaften aufgrund der europaweiten Dimension sehr solide und auch verantwortbar. Nämlich verantwortbar auch deshalb, weil wir haben bei allen Fraktionen einen gewissen Grundkonsens festgestellt, mit Ausnahme der FPÖ, dass die Strukturreform weiter fortgesetzt werden soll. Die Strukturreform ermöglicht uns all diese Spielräume und wäre es nach Ihnen gegangen, Herr Dr. Schöppel, hätten wir bei gleichen Ausgaben einen Abgang, der sich gewaschen hätte, nämlich in Millionenhöhe. Dann hätten wir Gebührenerhöhungen, nämlich saftige Gebührenerhöhungen, die das Dreifache ausmachen, Herr Dr. Schöppel. Sie waren gegen die Strukturreform 2010 und wettern jetzt gegen nicht vorhandene Abgänge. Also das muss man sich einmal vorstellen. Die Erfolge, die wir jetzt über die Strukturreform erzielt haben, sind nur ein erster Schritt. Es ist ein Etappenerfolg auf einen langen Marathon. Und bei den ersten gelaufenen Kilometern spürt man noch die Kraft und Energie. Mit der Zeit wird es mühsamer, wir müssen da durchhalten. Und deshalb erwarten wir uns auch im Frühjahr einen sehr ehrlichen Statusbericht zur Strukturreform 2010. Wie eben der Umsetzungsstand ist. Wir erwarten uns, dass auch jene Bereiche, wo eben die Strukturreform noch nicht gegriffen hat, dass wir uns das nochmal anschauen und eben den Erfolg auch hier erarbeiten. Für uns jedenfalls steht fest, dass die Strukturreform wirklich auf Punkt und Beistrich umgesetzt werden muss. Und gerade auch im Hinblick auf die Konjunkturprognose und die eintrübende Konjunktur, wir dürfen da nicht nachlassen. Und nicht nur die Strukturreform ist wichtig, genauso großer Handlungsbedarf sehe ich im Besoldungs- und Dienstrecht. Die Novelle zum Magistratsbedienstetengesetz steht seit Jahren in einer Endlosschleife. Die Reform zur Treueprämie, zur Altersbeihilfe. Genauso auch die Feiertagsregelung. Das ist alles noch offen, auch die Forderung des Bundesrechnungshofes, die Beförderungsrichtlinie an jene des Bundes anzugleichen, ist noch offen. Genauso auch der Zulagendschungel, der gedeiht wie eh und je. Es gibt keine objektive Neubewertung der Planstellen. Es muss nicht jeder Bescheid von einer B-Kraft ausgestellt werden. Mit der Abschaffung der Dienstklasse 9 ist der obere Bereich im Besoldungsschema gestaucht. Das gehört angepasst. Herr Bürgermeister, Sie sind als Personalreferent auch für das verantwortlich. Und deshalb erwarte ich mir auch schon auch von Ihnen, genauso wie bei der Strukturreform, dass man im Bereich
des Dienst- und Besoldungsrechts einen Schritt weiterkommen. Die Ausgaben wurden, nämlich im Bereich der Subventionen, wurden bereits erwähnt. Ich gebe der Finanzabteilung recht, dass die Dynamik hier sehr hoch ist. Wir haben im Zeitraum von 2003 bis 2010 eine Zunahme der Subventionen um 17 Millionen auf 125 Millionen Euro. Wir können keine neuen Fördertöpfe bilden. Deshalb bin ich absolut dagegen, dass man etwa für Community TV wieder einen Fördertopf macht. Wir müssen nicht nur die stadteigenen Dienstleistungen hinterfragen, sondern auch jene der Subventionsnehmer. Es mag schon einmal eine Initiative politisch sinnvoll gewesen sein, aber das dann als Dauereinrichtung zu etablieren, lähmt auch letztlich unsere Strukturen und hindert uns natürlich dann flexibel auf Bedürfnisse zu reagieren. Deshalb sind wir hier, fordern wir auch wirklich und stehen auch, auch dem Finanzdirektor, sage ich auch, bei, wenn es darum geht, neue Ausgaben hintanzuhalten. Und wir stellen uns auch schon die Frage, wie lange wir uns eine Biennale in dieser Form leisten können. Von 1 Million Euro Budget 700.000 Euro vom Steuerzahler. 700.000. Davon 25% dieser Gelder gehen in die Verwaltung. 25% der Karten sind unverkäuflich. 30% der Karten müssen verschenkt werden. Ein Eigenfinanzierungsgrad von im unteren Prozentbereich. Ich meine, das kann man den Steuerzahlern nicht länger zumuten. Und deshalb verstehe ich Sie, Herr Bürgermeister, nicht, dass Sie sich so sträuben, hier jetzt diese Fakten anzuerkennen und das, was das Kontrollamt auch aufgezeigt hat, dass man hier schleunigst alles neu aufsattelt, sowohl inhaltlich als auch finanziell. Wir stehen als Stadt gegenüber den anderen Gebietskörperschaften budgetär gut da, aber wir müssen trotzdem jede Ausgabe auf ihre Notwendigkeit und Effizienz hin überprüfen. Und Herr Bürgermeister, es ist auch nicht angebracht, dass Sie sich in einer eigenen Ressortstellungnahme beweihräuchern oder abfeiern lassen. Also ich habe den Eindruck gehabt, dazu gibt es bei einem Schuldenstand von 180 Millionen Euro keinen Anlass. Und jetzt muss ich schon auch sagen, was Linz etwa mit ihrer Frankenzinswette verzockt hat, hätte uns geblüht, hätten sie sich damals beim Cross-Border-Leasing bei den Kanälen durchgesetzt. Also ein bisschen mehr Demut und da weniger auch Selbstgefälligkeit. Das wäre schon angebracht. Nun zum investiven Haushalt. Es ist ein beachtliches Investitionspaket, und zwar ohne Netto-Neuverschuldung. Der Herr Bürgermeister hat bereits die großen Brocken erwähnt. Es ist gut so, dass wir in diesem Budget kein Geld für irgendwelche Prestigebauten oder Prestigeprojekte ausgeben, sondern wir investieren in die soziale und technische Infrastruktur. Genau das kommt beim Bürger an. Direkt beim Bürger an. Das spürt der Bürger. Nicht irgendein Prestigeprojekt, Fotohof oder der Stadtgalerie, sondern direkt in die Schulen, in die Kindergärten, in die Radwege, überall dort, wo auch der Bürger etwas davon hat. Eins muss ich auch noch im Hinblick von Herrn Dr. Schöppel sagen. Vor einem Monat sind wir jede Seite des Budgets durchgegangen. Und ich habe auch sehr genau aufgepasst. Sie haben nicht recht viel große Einwände gehabt. Sie haben am Anfang die Klarstellung gemacht, wir sind beim Budget nicht dabei. Und dann, ich erinnere mich auch an die Restantenrunde, mir ist das vorgekommen, als hätten Sie einen Dämmerschlaf gehabt. Kein Wort. Zuerst ein Stehsatz, eine Phrase und damit war das erledigt. Sie kriegen vom Steuerzahler nicht wenig Geld. Ich erwarte mir von Ihnen, dass Sie sich inhaltlich mit dem Budget auseinandersetzen und nicht herausstellen und Phrasen dreschen. Da muss ich schon sagen, da erwarte ich mir mehr inhaltliche Auseinandersetzung. Das vorliegende Budget ist ein Mehrparteienbudget. Das heißt, unter diesem Gesichtspunkt sind bestimmte Ausgaben zu sehen. Natürlich hätten wir bei freier Handhabe andere inhaltliche Schwerpunkte gesetzt. Ich denke jetzt nur zusätzliche Investitionen in die Verkehrsinfrastruktur, um diese leidige Verkehrsmisere zu lindern, statt den üppigen Förderungen im Kulturbereich. Aber uns war dieser Grundkonsens, nämlich im Hinblick auf Strukturreform und Budgetkonsolidierung, wichtiger und deshalb
trägt auch die ÖVP das Budget für das Jahr 2012 mit. So, wir kommen zur Vorsitzenden der Sozialdemokratischen Fraktion, Christine Homola, bitte. Sehr geehrter Herr Bürgermeister, hoher Gemeinderat, meine sehr geehrten Damen und Herren. Nach den erfolgreichen Verhandlungen über das Budget 2012 ist es nun Zeit, nach vorne zu schauen. Nach vorne zu schauen, um zu sehen, dass die Stadt Salzburg auf einem guten Weg ist. Es freut mich, dass heute auch die anderen Fraktionen, mit Ausnahme der Freiheitlichen, diesen Weg nach vorne mitgehen. Leider konnte sich die Freiheitliche Fraktion nicht dazu durchringen, Verantwortung für das Staatsbudget zu übernehmen. Die erstarrte Haltung in der Frontalopposition hat sich ja bereits seit einigen vielen Monaten abgezeichnet. Es ist wirklich sehr schade, dass es hier von Seiten der FPÖ keinen Willen zur Zusammenarbeit gab. Wenn Sie nämlich genau hinsehen, Herr Dr. Schöppel, dann werden auch Sie und Ihre Fraktion erkennen, dass Salzburg auf dem richtigen Weg nach vorne ist. Vielleicht wollen Sie ja doch den konstruktiven Weg gehen und künftig Ihren Teil dazu beitragen. Von allen größten Städten in Österreich haben wir es als Stadt Salzburg geschafft, ganz vorne mit dabei zu sein. Was die finanzielle Stabilität betrifft, haben wir es sogar geschafft, uns kontinuierlich zu verbessern. Nur die Stadt Innsbruck liegt, was die finanzielle Situation betrifft, noch vor der Stadt Salzburg. Salzburg ist in den vergangenen Jahren vom dritten Platz im Finanzranking sogar auf den zweiten Platz aufgerückt. Das heißt, dass sich in Zeiten der Krisen, es ist heute schon öfters erwähnt worden, Salzburg im Vergleich zu anderen österreichischen Städten sogar deutlich verbessern konnte. Auf diese Leistung können wir in der Stadt Salzburg zu Recht stolz sein. Und ich fordere auch wirklich die anderen Fraktionen auf, das so mitzutragen. Während andere Städte mit großen Problemen kämpfen, stehen Salzburg Finanzen auf soliden Beinen. Mein Dank gebührt an dieser Stelle unserem Finanzreferenten Bürgermeister Dr. Heinz Schaden, der auch für das kommende Jahr einen ausgeglichenen Haushalt vorgelegt hat. Nach vorne schauen heißt auch als uns, als SPÖ, dass Salzburg am Ball bleibt, dass Salzburg modernisiert wird, dass Salzburg mithalten kann. Ganz klar heißt nach vorne schauen für uns als SPÖ aber auch, dass dieser Weg Vorteile für alle Salzburgerinnen und Salzburger bringen muss. Es darf niemand auf der Strecke bleiben. Diese Kriterien werden im Budget für 2012 erfüllt. Auf der einen Seite sorgt eine solide Finanzpolitik dafür, dass ausgeglichen und ohne Neuverschuldung budgetiert werden kann. Auf der anderen Seite zeigt sich die direkte und starke sozialdemokratische Handschrift im Budget darin, dass gerade in Zeiten der Krise nicht gekürzt, sondern, Herr Dr. Schöppel, im Gegenteil, die Förderung zum Beispiel für Vereine und Sozialbereich erhöht werden könnte. Nach vorne schauen heißt für uns als SPÖ, dass in zukunftsträchtige Bereiche massiv investiert wird. Besonders hervorheben möchte ich den Bildungsbereich. Bildung ist eine unverzichtbare Voraussetzung sowohl für die persönliche Entwicklung jedes Einzelnen als auch für die Entwicklung der Stadt insgesamt. Salzburg ist Wissensstadt, darin wollen wir und daran werden wir auch weiterarbeiten. So sind im Budget beispielsweise 2,2 Millionen Euro für die Errichtung eines Bildungscampus mit Neubau von Schule und Kindergarten in Knigl zur Verfügung. Damit werden auch im Stadtteil Knigl wichtige Akzente für die Zukunft gesetzt. Insgesamt stehen für den Schulbereich rund 6,2 Millionen Euro zur Verfügung. Damit wird weiter massiv in die Infrastruktur der Schulen investiert. Neben den Investitionen in die Infrastruktur wird natürlich auch die Verbesserung der Qualität an den Schulen investiert. Im Bereich der Nachmittagsbetreuung sind zum Beispiel zusätzliche Mittel für das Jahr 2012 vorgesehen.
finanziert werden. Und jetzt bin ich vielleicht ein bisschen etwas ausführlicher, damit auch die Fraktion der FPÖ genau weiß, für was die Gelder verwendet werden. Schwimmkurse, Klettern, Akrobatik, Ballspielen oder Tanzen. 12.000 Euro gibt es beispielsweise 2012 für das Schulprojekt Face-to-Face. Dabei geht es um Schulsozialarbeit an den polytechnischen Schulen in der Stadt Salzburg. Zur Positionierung als Wissensstadt gehören natürlich auch die vielen Projekte auf Universitätenebene. So stellt die Stadt Salzburg beispielsweise in Itzlingen den Grund zur Verfügung für neue Labors der naturwissenschaftlichen Fakultät. Insgesamt 12 Millionen Euro werden am Standort investiert. 2014 soll dort das Labor in Betrieb gehen. Bereits in Betrieb sind die neuen Räumlichkeiten der Universität im Unipark Nondal, der Kollege Hüttinger hat es ja auch schon angesprochen. Mit dem Neubau konnte ein echter Meilenstein in der Stadt Salzburg gesetzt werden. Zum neuen Zentrum für Bildung und Kultur wurde der Stadtteil Lehn, in dem wir uns ja hier befinden. Die Übersiedlung der Volkshochschule in das ehemalige Stadtwerke-Areal macht Lehn zum Knotenpunkt für Bildung und Kultur. Durch die Nähe zur Paracelsus medizinischen Privatuniversität sowie verschiedenen Schulen und Kultureinrichtungen und der neuen Stadtbibliothek entsteht hier ein neuer Bildungsstandort. Sie sehen also, dass auf vielen verschiedenen Ebenen der Anforderungen der Zukunft Rechnung getragen wird. Den Anforderungen der Zukunft Rechnung getragen wird auch in den anderen und einzelnen Stadtteilen. Die Stadtentwicklung wurde in den vergangenen Jahren massiv vorangetrieben, viele Projekte entfalten bereits ihre positive Wirkung. Massiv investiert wird quer durch die Stadt vom Messezentrum in Liefering mit 3,5 Millionen Euro im Jahr 2012 hin bis zum neuen Eierbad im Süden der Stadt mit 4,5 Millionen Euro. Nicht zu vergessen den Bau der dritten Etappe des Sportzentrums Mitte in Nondal. Budgetiert mit 4,2 Millionen Euro oder dem bereits erwähnten Bildungscampus in Knigl. Die Lebensqualität in den Stadtteilen hat unmittelbare Auswirkungen auf alle Salzburgerinnen und Salzburger. Es ist uns als SPÖ immer ein wichtiges Anliegen gewesen, die Lebensqualität vor Ort zu erhöhen und damit in der Stadt Akzente zu setzen, die Salzburg fit für die Zukunft machen. Die Handschrift der SPÖ im Budget zeigt sich auch klar im Bereich Sozialen. Mit den Mitteln für 2012 kann im Sozialbereich und im Bereich Seniorinnen und Senioren wieder einiges bewegt werden. Ein besonderer wichtiger Punkt war die Ausweitung des Stellenplans im Bereich der Seniorenbetreuung. Hier sind 12 Stellen zusätzlich vorgesehen. Auch im Bereich der Kindergärten wurden 9 zusätzliche Stellen geschaffen. Dazu kommen noch 3 Posten für die Jugendsozialarbeit. Durch die Strukturreform im Magistrat ist es gelungen, dies ohne eine generelle Ausweitung des Stellenplanes zu bewerkstelligen. Darüber hinaus sind weitere 400.000 Euro für den Bereich Seniorenbetreuung im Budget 2012 vorgesehen. Damit wird weiter in die Qualitätssteigerung investiert, wie etwa in Ausbildungsmaßnahmen im Pflegebereich. Darüber hinaus wird im Bereich der Seniorenheime an einer Umstellung der Verwaltung und des Pflegekonzeptes gearbeitet. Weiteres ist ein umfassender Sanierungsplan für die städtischen Heime, wir haben den ja heute auf der Tagesordnung vorgesehen. Mit diesen Maßnahmen können Meilensteine in der Seniorenbetreuung in Salzburg gesetzt werden. Erstmals umgesetzt und finanziert werden konnten mehrjährige Förderverträge der Stadt mit Vereinen, die im Bereich der Arbeit mit Jugendlichen und Seniorinnen und Senioren tätig sind und bereits seit vielen Jahren, wirklich seit vielen Jahren, erfolgreich mit der Stadt zusammenarbeiten. Damit kann für die Vereine mehr Planungssicherheit gewährleistet werden. Dieser Weg muss auf jeden Fall weitergeführt werden. Erfreulich auch die Budgetdaten für den Bereich der Kinderbetreuung. Hier wird im kommenden Jahr ein besonderer Schwerpunkt im Bereich der Sprachförderung gesetzt. Das erfolgreiche Rucksackprojekt soll auf alle Kindergärten ausgeweitet werden. Dazu kommen flächendeckende Sprachstandserhebungen im Bereich der Vierjährigen. Vorgesehen sind auch Mittel zur externen Sprachförderung von 3- bis 5-jährigen Kindern.
Insgesamt werden auch im Bereich der Kinderbetreuung viele Maßnahmen gesetzt, die für den weiteren Bildungsweg der jüngsten Salzburgerinnen und Salzburg entscheidend sind. Sprachliche Kompetenz ist eine wichtige Voraussetzung für den künftigen Schulerfolg. Gleiche Chancen im Bildungsbereich sind uns als SPÖ ein besonders wichtiges Anliegen. Es freut mich, dass hier zusätzliche Mittel im Budget vorgesehen sind. Ein Rekordbudget steht im Jahr 12 auch mit insgesamt 453.000 Euro für Salzburgs Jugendliche zur Verfügung. Besonderer Schwerpunkt ist der Ausbau der Jugendförderungsprojekte Streusalz. Und ich bin wirklich allen Fraktionen sehr dankbar, weil alle Fraktionen auch hinter diesem Projekt stehen. Damit wird der sehr guten Arbeit in den Stadtteilen Rechnung getragen. Nicht fehlen dürfen auch Mittel für die bereits bewährten Projekte und Veranstaltungen wie Movida oder dem Salzbeach im Volksgarten. Auch hier ist es durch den vernünftigen Einsatz der Mittel im Budget gelungen, für die Salzburger Jugendlichen ein umfassendes Angebot zur Verfügung zu stellen. Salzburg soll eine Stadt für alle Generationen sein. Ich denke, wir sind hier auf einem sehr guten Weg. Aber besonders hervorheben möchte ich auch, dass ein wesentlicher Beitrag zu einem stabilen Budget durch die Anstrengung der eigenen Kräfte im Haus zustande kommt. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, der Herr Bürgermeister hat es auch schon bereits erwähnt, des Magistrats, die Personalvertretung und auch unser Herr Magistratsdirektor haben einen wesentlichen Anteil am finanziellen Erfolg der Stadt. Für diese Leistung möchte ich mich besonders bedanken und hoffe auch weiterhin auf eine konstruktive Zusammenarbeit. Gerade die Strukturreform ist ein sehr großes Projekt, welches nur durch gemeinsame Anstrengungen umgesetzt werden kann. Die positiven Effekte zeigen sich bereits im Budget. Durch diese gemeinsamen Anstrengungen ist es gelungen, den Handlungsspielraum der Stadt zu erhalten und damit auch die vielen Investitionen und Leistungen, zum Beispiel, wie schon bereits erwähnt, im Bereich Bildung und Soziales, nicht nur zu halten, sondern auch auszubauen. Für diese gemeinsamen Anstrengungen noch einmal meinen herzlichen Dank. Bedanken möchte ich mich auch bei allen anderen Fraktionen für die konstruktive Diskussion im Zuge der Budgetverhandlungen. Es freut mich, dass wir heuer wieder ein Budget verabschieden können, welches von der breiten Mehrheit, nämlich von SPÖ, ÖVP, Bürgerliste und Liste Dazl mitgetragen wird. Danke. Danke, Frau Klippupfer. So, ich komme zur Abstimmung über die Tagesordnungspunkte 1, 2, 3, 4 bis insgesamt 9. Ich werde gesondert abstimmen, weil ich glaube, unterschiedliche Meinungsäußerungen hier sichtbar werden und der wahre Wille des Gemeinderates wichtig ist. Ich fange an mit dem Voranschlag 2012. Wer damit einverstanden ist, bitte ich um ein Zeichen mit der Hand. Gegenprobe gegen F. Abwesend Huber. Ich komme zu Punkt 2, Erinnerungen. Ich nehme an, das ist einstimmig, dass sich keiner das Budget angeschaut hat. Ja. Ich komme zum Stellenplan 2012. Wer damit einverstanden ist? Ja, das haben wir ja schon beschlossen, Kollege. Ja. Ist ja gegessen, bitteschön. Haben wir schon im Senat beschlossen. Das Durchwinken. Wer ist damit einverstanden? Bitte ich um ein Zeichen mit der Hand. Stellenplan. Ja, mit F. Ja, abwesend Huber. Amtsbericht, Tarifanpassung, Homola. Ist das so? Dann lasse ich abstimmen. Wer damit einverstanden ist, Gegenprobe gegen F. Dann haben wir die Eisarena, die Tarife für die Eisarena. Fuchs, lauter V nehme ich an. Lasse darüber abstimmen, wer damit einverstanden ist. Gegenprobe gegen F. Friedhofsgebührenordnung Fuchs. Wer damit einverstanden ist, bitte um ein Zeichen mit der Hand. Gegenprobe. Aha, schau. Kanalbenutzungsgebühr Homola. Nein, warte mal. Lasse darüber abstimmen, wer damit einverstanden ist, bitte um ein Zeichen mit der Hand. Gegenprobe gegen F. Und dann haben wir noch die Abfallwirtschaftsgebühren, Kollegin Hommeler,
lasse darüber abstimmen, wer damit einverstanden ist. Dem zeige ich mit Hand, Gegenprobe gegen F. Und dann kommen wir zuletzt zur mittelfristigen Finanz- und Investitionsplanung. Wer damit einverstanden ist, bitte ich um ein Zeichen mit der Hand. Gegenprobe gegen F. So, dann haben wir das. Nicht so schlecht. Die Rückklärung könnte man ja gleich machen. Gell? Das passt thematisch dazu. Das ist der Punkt 28 der Tagesordnung. Wer damit einverstanden ist, bitte ich um ein Zeichen mit der Hand. Gegenprobe. Was jetzt? Aber ich habe keine Pfote gesehen. Nicht eine Pfote. Meistens nur Gegenprobe. Die Pfote, Coyotes. Gut, haben wir das auch. Einstimmig in dem Fall. Dann komme ich zur Leonida Süttinger. Wie Abteilung 8. Muss ich mir im Kopf kratzen. Okay. Ja, was die Abteilung 8 sagt, gilt immer. Gell? Und die Deutungshoheit liegt. Okay, gut. Die Eingliederung des Barockmuseums in Salzburg, Museum, Kollege Weiser. Wortmeldung, Kollege Bernhard Karl. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, wie meine Vorrednerinnen, na du hast das nicht getan, begrüße auch ich die Übertragung im Internet und zwar nicht so sehr, weil uns dann so viele Leute sehen können, das weiß ich nicht, wie sehr sich das auswirken wird, aber wenn die Mitglieder des Gemeinderates dann sich dazu aufgerufen fühlen, wieder mehr zu debattieren und hier eine neue Debattenkultur in Gang kommt, dann ist das, denke ich, was Positives, dass die Dinge hier nicht nur durchgewunken werden in 7 Minuten, sondern dass man sich auch Zeit nimmt, mit der Sache zu beschäftigen, so wie das früher der Fall war. Ich finde das nichts Schlechtes, wenn man öffentlich debattiert und denke, dass das dazu beitragen kann, dass das vermehrt der Fall sein wird. Jetzt zum eigentlichen Tagesordnungspunkt des Barockmuseum. Ich sehe das, ich werde dem, um das gleich zu sagen, zustimmen. Ich sehe das allerdings nicht nur positiv. Ich denke, man hätte an dem Standort mit etwas Investition auch aus dem derzeit sicherlich nicht besonders einladenden Ambiente etwas Schönes machen können. Man hätte ein Kleinod entwickeln können, man hätte diese Sammlung an dem Ort belassen können, wo sie derzeit ist, in einem barocken Ambiente. Und ich finde es sehr bedauerlich, dass wir das in der Form nicht machen. Diese Sammlung Rossacher ist einzigartig, so wie sie da ist. Und mit der Eingliederung im Barockmuseum ist meine Salzburg-Museum ist meine Befürchtung, dass sie etwas an Bedeutung verlieren wird, was die Dauer der Ausstellung betrifft. Allerdings, was die Besucherzahlen betrifft, könnte es sein, dass doch mehr Leute sie sehen können. Insofern kann ich der Sache auch zustimmen. Was ich mir nur wünschen würde, ist, dass alle diejenigen, die zumindest im Aufsichtsrat des Salzburg-Museums sitzen, darauf achten, dass diese Sammlung auch entsprechend im Salzburg-Museum behandelt wird. Und unter diesen Umständen, unter diesen Worten kann ich auch meine Zustimmung dazu geben. Wunderbar, danke. Na, es ist feste Absicht wirklich der beiden finanzierenden Gebietskörperschaften Stadt und Land, denn das Thema Barock zu verstärken im neuen Museumsbezirk. Kollegin Schimack, bitte. Geschätzter Herr Bürgermeister, hoher Gemeinderat, geschätzte Damen und Herren, im Vertrag, der 1970 anlässlich der Gründung des Barockmuseums angefertigt wurde, steht unter anderem, dass es einen schwerwiegenden Grund geben muss, der die Schließung des Museums rechtfertigt.
Es ist nicht geglückt, mir auf meine Frage im Kulturausschuss, wie denn der schwerwiegende Grund lautet, eine zufriedenstellende Antwort zu geben. Tatsache ist, dass man all die Jahre es leider verabsäumt hat, dieses Museum auf Stand zu halten und man nun eine große Summe investieren müsste. Tatsache ist aber auch, dass man schon lange andenkt, anstelle des Barockmuseums Sound of Music zu bringen. Man opfert hier ganz bewusst das Barockmuseum, um für Sound of Music Tür und Tor zu öffnen. Und ich behaupte heute schon, dass es für die Stadt keine Rolle spielen wird, wie viel Geld dann dafür hineingebuttert wird. Hauptsache, man hat endlich einen würdigen Standort für Sound of Music. Und das ist wohl der wahre Grund, warum die Stadt entschlossen ist, ein Museum zu schließen. Und zwar ein besonderes Juwel, ein Barockmuseum, um das uns sicher viele, viele Städte beneiden. Da hilft auch nichts, wenn die Eingliederung in die Museumslandschaft jetzt schön geredet wird. Wer die dortigen Räumlichkeiten kennt, weiß ganz genau, dass dort zu wenig Platz ist für beides, nämlich für Rossacher und Sonderausstellung. Die große Lösung, wie theoretisch alles untergebracht wird, steht nur am Papier. Letztendlich wird es heißen Rossacher oder Sonderausstellung und somit weniger Kulturangebot für die Stadt als jetzt. Hoher Gemeinderat, dass Salzburg das Barockmuseum schließt, ist eine Blamage und wir Freiheitliche stimmen dem nicht zu. Danke. So, ich komme zur Abstimmung. Wer mit dem Antrag des Berichterstatters einverstanden ist, bitte ich um ein Zeichen mit der Hand. Gegenprobe gegen F, so beschlossen. Dann haben wir die Sanierungsmaßnahmen, Festspiele wie Senat. Nicht? Okay. Gegenprobe, Frage jetzt nur, gegen F, keine Sanierung der Festspiele. Gut. Ja, es ist ein interessanter Kontrast zu eben dargebrachten Meinung bezüglich Barockmuseum. Wissensstadt Salzburg, Schupfer. Gegenmeinung? Sind wir alle dafür? Super, danke. Geschäftsordnung Theaterausschuss, Kollege Wielandner. Gegenmeinung? Nicht der Fall, einstimmig. Neustrukturierung Seniorenheime, Himmelfreund Brentner. Plus Zusatzantrag, ja? Ja. Gegenmeinung? Keine Gegenmeinung, so beschlossen, einstimmig, danke. Leasingpersonal, Kollegin Homola. Gegenmeinung? Nicht der Fall, einstimmig. Dann haben wir die Bebauungspläne. Zunächst Alpenstraße Süd, Auinger. Gegenmeinung? Keine, einstimmig. Dann Girardistraße, Karl. Gegenmeinung? Nicht der Fall. Dann haben wir die Rad- und Fußwegachse West. Noch einmal Karl. Wortmeldung oder? Ja. Okay. Zuerst noch ein Wort zur Geschäftsordnung. Mir war nicht in Erinnerung, und es tut mir auch leid, dass man im Zusammenhang mit dem Budgetgemeinderat keine Dringlichkeitsanträge stellen kann. Ich verstehe es auch weder inhaltlich noch formal, weil ich denke, wenn Themen dringlich sind, dann sollte man sie eben auch so im Gemeinderat behandeln können, der ja wirklich nicht monatlich tagt, sondern eigentlich erst nur alle 6 Wochen. Und insofern fände ich es für die Zukunft auch gut, wenn man das wieder einbringen könnte. Ich werde mich jedenfalls das nächste Mal im nächsten Budgetgemeinderat nicht mehr davon abbringen lassen, einen Dringlichkeitsantrag einzubringen. Jetzt die Frage, wo ist die Klammer? Die Klammer ist zu diesem Amtsbericht, dass die Schließung der Post auch was mit Verkehr zu tun hat. Wenn die Leute nicht mehr hausnah zu einer Post gehen können, müssen sie wohl oder übel einen größeren Weg auf sich nehmen. Viele davon werden das mit dem Auto tun. In dem Fall beschließen wir eine neue Fuß- und Radwegachse, eine Achse, von der wir seit vielen, vielen Jahren träumen, dass man von Taxam und möglicherweise in Zukunft auch von
Freilassing, aber das ist eher Zukunftsmusik, bis in die Innenstadt hineinkommt. Leider wurde verabsäumt im Zusammenhang mit dem Erbauen der Bahnbegleitwege bzw. dem dritten Gleis auch gleich dafür zu sorgen, dass es sichere Querungsmöglichkeiten gibt. Das müssen wir jetzt etwas teurer, aber doch nachholen. Gut, dass das passiert, keine Frage. Allerdings, und ich war heute noch einmal dort und habe mir das angeschaut, lieber Herr Bürgermeister, die Bahnbegleitwege, da steht immer noch ein Schild, betreten dieser oder Benutzung dieser Bahnbegleitwege verboten, ein Fahrverbotsschild. Das ist ein bisschen absurd, es fahren viele Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer dort. Meine Frage nämlich in diesem Zusammenhang, weil sonst wäre das Ganze ein bisschen gar schildbürgerlich, wann wirst du diesen Vertrag unterschreiben, der sicherstellt, dass diese Bahnbegleitwege auch entsprechend gepflegt und erhalten werden? Mein Antrag übrigens laut Amtsvorschlag. Ich lasse über diesen Antrag abstimmen, wer damit einverstanden ist. Ja, Stellungnahme der Abteilung 6 liegt vor. Ja. Also ich lasse über den Antrag abstimmen, wer damit einverstanden ist. Bitte um ein Zeichen mit der Hand. Gegenprobe. Gegen F. Seid ihr gegen das Radl fahren? Erfahren wir jetzt. Gegen das Geld ausgeben, generell. Ja, gut. Ich werde das Bezugsamt anweisen, die Überweisung der Gagen der Gemeinderatsmitglieder der F zu sistieren. Was hältst du davon? Hä? Machen wir doch. Hä? Ja. Flächenwidmungsplan, Alpenstraße Fuchs, Lauderfaus, so beschlossen. Neugestaltung Max-Reinhardt-Platz, Wielandner. So gegen F, so beschlossen. Radverkehr, Eröffnung von Voranschlagstellen. Feierliche Eröffnung, muss man dazu sagen, von Voranschlagstellen. Ja. Lauter Frau, Gegenmeinung, einstimmig. Bürgelsteinstraße, Umschichtungsamtsbericht, Gegenmeinung, gegen F, da muss man nicht umschichten. Radweg, Hinterholzer Quay, Beleuchtung, Fuchs, Gegenmeinung, einstimmig. Hundewiese, Salzachsee, Fuchs, Gegenmeinung. Kein Hundehasser im Gemeinderat. Friedhofsordnung, Markowitz. Wortmeldung? Ja, bitte. Bitte, Kollegin Siebert ist am Wort. So. Lieber Herr Bürgermeister, werter Gemeinderat und liebe Menschen im Internet, die das verfolgen, eine Möglichkeit, dieses Internet jetzt auch zu verwenden, ist, dass man die Aufzeichnungen vielleicht lustig zusammenschneidet und im kommenden Community-TV, das sich doch auch als derzeit Erfolg 76 Nutzer und Nutzerinnen, genau, dass wir das dann auch mal noch später anschauen können. Es geht mir um die Friedhofsordnung und in Wahrheit ist die sehr gut vorbesprochen worden. Sie nimmt Rücksicht auf neue rechtliche Entwicklungen, auf Bedürfnisse Gewerbetreibender, auf Entwicklungen im Bestattungswesen, Rückmeldungen von Bürger und Bürgerinnen, die den Friedhof nutzen. Es wird auch auf andere Konfessionen Rücksicht genommen. Ein Abgleich mit der Friedhofsordnung der Islamischen Gemeinschaft Österreich ist auch vorgenommen worden. Der einzige Grund, warum ich eigentlich hier stehe, ist die Zeit nahe zu einer Tagung, die am Samstag war. Und zwar war das die Tagung auf dem Weg in die Öffentlichkeit, muslimisches Gemeinschaftsleben im deutschsprachigen Raum, bei der ich als einzige Gemeinderätin dabei war und deshalb auch als einzige das jetzt irgendwie überbringen kann. Es hat dort einen Workshop gegeben, wo es auch um Friedhöfe gegangen ist, nicht speziell um den Salzburger, aber um Entwicklungen in den verschiedenen Städten in Österreich. Und in dieser Diskussion ist dann Salzburg wider Erwarten doch nicht ganz so gut abgeschnitten. Und deshalb möchte ich einfach nur den Appell geben, die Friedhofsverwaltung und das Gartenamt ist sehr offen den verschiedenen Entwicklungen. Das sehe ich sehr positiv und mein Appell ist einfach nur, das auch weiter zu verfolgen. Es gibt jetzt neue Personen, die die Islamische Glaubensgemeinschaft in Salzburg vertreten. Die Kontakte gibt es, die Integrationsbeauftragte und die Menschen dort sind auch bereit, sozusagen das wieder aufzunehmen. Und in diesem Sinn sollten und wollen wir das auch weiter verfolgen. Danke.
So, jetzt lasse ich über den Amtsbericht abstimmen. Wer damit einverstanden ist, bitte ich um ein Zeichen mit der Hand. Gegenprobe, stelle Einstimmigkeit fest. Dann haben wir noch die Abfuhrordnung. Kollege Gründitsch, lauter vorne mehr. Gegenmeinung, einstimmig. Schöne Weihnachten.